Ja, hallo Leute, in diesem kurzen Video geht es um eine Kleinigkeit im Endeffekt, und zwar heißt es Geduld. Okay? Und ich möchte den Begriff einmal so ein bisschen erklären. Was ist Geduld? Früher meine Eltern haben gesagt, sei geduldig, Junge, du bist viel zu hyperaktiv. Warte doch. So. Und ist das wirklich förderlich, im Leben geduldig zu sein auf etwas? Geduld ist laut per Definition ein Ausdruck, ne, das sind einfach irgendwelche Buchstaben, aber wir bemessen denen halt einen bestimmten Glauben. Ne, das sind einfach nur Buchstaben, im Endeffekt durcheinander gewürfelt. Aber Geduld heißt für uns, aha, ich muss warten, wie ein Befehl. Ne? Also wir wissen halt, was damit gemeint ist. So. Geduld heißt aber auch ertragen per Definition. Googelt einfach mal, was bedeutet Geduld. Ja? Das heißt warten und ertragen können. So, das heißt, dieser Begriff kann auch positiv besetzt sein, okay, oder negativ. Zum Beispiel Geduld, okay. So, da hast du wieder zwei Sprachen. Dann hast du einmal die positiven und einmal die negativen. Du hast einmal den positiven geduldigen Faktor und einmal den negativen geduldigen Faktor. Was ist denn Negativität in der Geduld? Du musst ertragen. Ja? Du musst Zeit opfern. Du musst dich selbst zurücknehmen. Also du kannst nicht frei denken, frei handeln. Du musst, zum Beispiel willst du jemanden anrufen, aber jemand sagt dir, warte. Sei geduldig. Warum auch immer. Okay, weil irgendwelche, keine Ahnung, Neuronen nicht richtig funktionieren im Gehirn. Jedenfalls, warte, sei doch mal geduldig. So. Das heißt, du darfst nicht du selbst sein. Ja? Nicht du selbst. Zum Beispiel in der Selbstständigkeit. Oder noch besser, was Besseres, keine Selbstständigkeit heute, okay? Geduld. Du schickst einen Brief ab. Oder ganz einfach, du schickst WhatsApp, okay? Du schreibst einen Kollegen, den du seit 10 Jahren nicht gesehen hast, den du aber sehr vermisst und wirklich gerne wiedersehen wolltest, schreibst du eine Nachricht, okay? So, die kommt an, doppelte Häkchen, grau hinterlegt. Wir wissen, was das heißt. So. Und dann schreibst du deinem anderen besten Kumpel, sagst du, sag mal, der hat sich aber noch nicht gemeldet nach 2 Wochen. Nach 2 Wochen Zeitopfern, okay? Hat er sich immer noch nicht gemeldet. Und dann sagt dein Kumpel, ah, warte noch mal, gib ihm noch eine Woche. Gib ihm noch eine Woche. So. Und dann gibst du dich selbst auch auf, weil du willst ihm eigentlich nochmal schreiben oder anrufen. Ja? Und was machst du zu guter Letzt? Du erträgst es. Und das ist extrem negativ behaftet. Ja? So. Und was passiert dann nach 4 Wochen des Wartens? Nach 4 Wochen des Wartens? Schreibt er dir? Nee, pass auf, noch besser. Nach 4 Wochen des Wartens oder noch länger, liest er es, aber antwortet nicht. So, das sind die Besten. Das sind die besten Leute, echt ohne Scheiß. Das sind die Götter. So, dann hast du alles verloren. Okay? Dann hast du einfach alles verschissen. Deine Scheißzeit, dein Ertragen und dass du nicht dein Selbst gewesen bist, weil du dich permanent zurücknehmen musstest und wahrscheinlich schon deine hier Finger aufgefressen hast. Ja, und was haben wir davon? Dann rufst du ihn an, wenn er es gelesen hat. Natürlich wieder 4 Wochen später. Mittlerweile sind 2 Monate vergangen. Und dann nimmt er dich ab. Ja?
Und ihr könnt diese Situation auf alles beziehen, genauso wie auf Business mit deinen Freunden oder Kunden oder Neukunden oder vielleicht schon langjährige Freunde und Kunden, okay? Das ist das ein und dasselbe, ich sag euch, wie es ist, okay? Und kommen wir mal zu den positiven Aspekten der Geduld, ja? So. Also, ja, der einzige positive Grund ist eigentlich Zeit terminieren, Termine machen. Okay? So, das heißt, es gibt nichts Positives in der reinen Geduld. Ja? Die Geduld läuft eigentlich hier rein. So, und das kannst du eigentlich alles knicken. Also Geduld. Geduld hat noch gar nichts gebracht. Sage ich euch so, wie es ist. Weil man braucht keine Geduld, wenn man einen Termin macht. Dann weiß ich auch, okay, du meldest dich ja erst in 3,68 Jahren. Und dann sage ich, okay, ich notiere mir das, mein Handywecker wird mich daran erinnern. So, dann musst du nicht geduldig sein, okay? Das heißt, Geduld ist nur negativ behaftet. Und Geduld ist auch krass correlated, also Zusammenhang mit Umsetzen, beziehungsweise, ja, was ist eigentlich das Gegenteil von Geduld? Das Gegenteil von Geduld ist eigentlich nicht hastig, nicht vorschnell, sondern ja, zügig kann man sagen, geduldig, zügig, okay? Zügig. Zügig ist eigentlich in meinen Augen das Gegenteil. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, könnt ihr das mal gerne drunter schreiben. Aber ich glaube, zügig ist schon sehr, sehr gut. Ja, weil dann hast du, was hast du da? Termine. Zügig Termine machen. Kannst du schnell machen. Ja, hast du Bock auf Business? Nein, okay, tschüss, adios, ich rufe dich nie wieder in meinem Leben an. Oder, ja, ne, dann meldest du dich, Kollege, wolltest mich zurückrufen, ruf nicht zurück, gut, dann kann man nochmal schreiben, vielleicht. Nachhaken heißt es dann, okay? Zügig nachhaken, wäre das Gegenteil von Geduld. Und du musst nichts ertragen, du musst keine Zeit opfern. Und du musst nicht du selbst sein. Das heißt, du kannst hier ruhig du selbst sein. Das heißt, Termine machen, ertragen, Zeit und selbst sein. Ja? Weil man kann alles absprechen, Leute. Okay? Und wenn mir jemand schreibt, heute kriege ich die Maße oder heute kriege ich das unterschriebene Angebot. Ja, dann sollte man sein Wort halten, weil sonst wird dieser Mensch mit dir kein Business mehr machen, weil dann das Vertrauen im Hintern ist. Ja, das ist jetzt ein relativ negativ behaftetes Beispiel, aber es ist einfach mal auch ein Augenöffner, weil ich hasse es, wenn die Leute sagen, sei mal geduldig. Ja, warte doch mal, sei doch nicht so vorschnell. Das hilft ja nur, wenn man einen Termin macht und dann vor dem Termin auf den Sack geht. Dann kann man sagen, wir haben doch einen Termin, kannst du nicht warten? Ne? Aber sonst bringt das uns hier nichts. Und ich finde, Begriffe sind ganz wichtig, weil man damit sehr, sehr viel sagt. Und vor allen Dingen in der deutschen Sprache. Und also ich ist wirklich, wenn mir jemand sagt, Patrick, sei mal geduldig, da habe ich schon, da habe ich so bissig reagiert, weil das dumm ist. Die Leute wissen ja gar nicht, warum soll ich denn jetzt warten oder warum schreibt er nicht? Ja? Dann soll der andere, wenn er eine Nachricht, also das ist mit eines der größten Sachen, die man, um wirklich mit euren Freunden in Kontakt zu bleiben, wenn ihr euch schreibt,
dann schreibt und lest es und dann bitte antwortet auch. Ja, weil das ist eine Rückgabe des Vertrauens. Ja? Weil ich finde es scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Leute Sachen lesen und nicht sofort antworten. Es ist zum Kotzen. Warum liest du es denn? Bist du eine Frau? Die Frauen machen das sehr gerne. Das ist einfach eine Meinung von mir und eine Einschätzung und die ist einfach so. Und das wisst ihr alle, dass das so stimmt. Zumindest mit den Frauen. Und ich finde, jeder sollte sich definitiv ein bisschen zusammenreißen zu antworten, wenn jemand sich die Mühe macht, Kontakt mit dir aufzunehmen. Oder zu einfach zu schreiben, keine Zeit, Bro. Keine Zeit, Bra. Dann warte ich ja wieder, okay? Und Geduld kommt dann erst auf, wenn die Sachen nicht klar sind, okay? Geduld heißt keine Klarheit. Ist so. Ist einfach keine Klarheit. Wenn ich sage, mach einen Termin, komm, wir telefonieren um 16 Uhr am Dienstag, den 23. April. Das ist ein Ding, das ist ein Deal. Kann man machen, okay. Wenn du nicht kannst, dann sagst du nee. So. Und Geduld ist extrem negativer Begriff, okay? Es ist extrem negativ. Du musst es ertragen, wenn sich jemand nicht meldet bei dir. Du musst hinterher telefonieren. Du musst deine Zeit opfern. Du kannst nicht du selbst sein, weil am liebsten würdest du dem Freund sagen, du hör mal zu, du Luftpumpe, Junge, melde dich doch bei mir oder hau ab, lass mich in Ruhe. So. Und deswegen sollte man definitiv viel zügig sein und nicht geduldig. So, und wenn jemand nochmal zu mir sagt, Patrick, sei geduldig, Alter, ich, keine Ahnung, Geduld ist nichts Sinnvolles. Ich weiß nicht, ob die Alliierten damals im Zweiten Weltkrieg gesagt haben, um Hitler zu schlagen, nee, warte noch mal, Winston Churchill, hier, warte noch, ja, war geduldig. Ja? Bleib mal geduldig, chill mal, Bro. Ruf den morgen mal an, frag mal, ob er es sein lassen kann. Läuft nicht, okay? Also, zügig, nicht geduldig. Okay? Warum man zügig sein sollte und nicht geduldig. Das ist das Video für heute. Ich hoffe, ich konnte jemandem damit helfen. Ja. Schau dem Rasen beim Blühen zu und gieß ihn nicht. Bist du auch geduldig. Zügig wäre es, wenn du gießt. Oder zügig ein Haus bauen. Termine machen. Absprechen. Mit zügig, was heißt denn zügig? Zug. Einen Zug nach dem anderen. Okay? Logisch. Überlegt euch das einfach, was der Wortstamm ist und schon habt ihr eine Klarheit. Geduld. Duldung. Ich wusste es nicht. Ich habe es einfach gerade jetzt überlegt. Was heißt da eigentlich Geduld? Duldung. Ich dulde etwas. Ich dulde jemanden. Also, Geduld, extrem negativer Begriff hier. Würde ich auf jeden Fall komplett aus eurem Leben rausschmeißen. Von jetzt auf gleich. Nennt es zügig, weil das ist das einzig Wahre und so kommt ihr im Leben auch voran. Oder kennt ihr die Eltern, die sagen, oh, dann mach doch erstmal dein Studium fertig, du hast ja noch Zeit für dein Geschäft. Oder, ja, fehlen mir die Worte. Also Geduld ist eine Katastrophe, zügig, das war's für heute, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns die nächsten 2-3 Tage mit einem neuen Video. Haut rein. Bis dann. Ciao.